Na gut, es war nicht alles Gold. Das wäre vielleicht doch ein wenig übertrieben gewesen. Und unser Held ist ja doch, wie ich auch, ein wenig goldgierig. Deswegen behält er sich 1200 Goldmünzen und hat sich jetzt 49 Flaschen schneller Hering gekauft. Und die in seinem nimmervollen Beutel, den er irgendwo versteckt hat, reingestopft. Das heißt, damit kommt er jetzt schön schnell voran. Kippen wir gleich mal ein. So. Und jetzt mit der Drachenrüstung. Hier könnten wir doch die Feuerbarane die letzten töten. Ich hätte das anders gemacht. Ja, nee. Unsere Waffe ist immer noch nicht stark genug, dass wir genug Schaden machen. Das ist ein wenig ärgerlich. Den Orks können wir uns auch nicht hier anlegen. Und mir ist eh eingefallen, wo wir Schattenläuferhörner entfernen könnten. Und unser Held wusste das bestimmt die ganze Zeit auch. Er ist nur ähnlich wie ich, ein bisschen schusselig. Hat das verdrängt. Es gibt da in der Nähe von Onas Hof noch einen Jäger. Eigentlich sogar zwei Jäger, wenn man die Nähe so vage definiert. Einmal gibt es den bei den Trollen und einmal gibt es den von der Taverne aus in eine andere Richtung, der die Armbrust wieder haben wollte. Wobei der, glaube ich, nur Fernkampf trainiert. Das heißt, wir hüpfen abermals durch das Portal und gehen zu dem hin. Also zu dem bei den Trollen. Bei dem waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Hier im Nordosten haben wir für später noch die Orks. Die müssten alle aufgeräumt werden. Und wir haben noch diese Steingolems. Aber sowohl das eine als auch das andere ist momentan halt nicht ganz so angebracht, das zu versuchen. Oh, warte, wir sollten den Teleporter springen. Genau. Den Teleporter, dann den Teleporter. Jetzt sind wir beim zentralen Anlaufpunkt der Taverne. Oh, knütterig. So, wo war der jetzt? Also nicht der Armbrustjäger. Der wird wahrscheinlich nicht so interessant sein, sondern das war hier zum Großbauern und dann auf der rechten Seite von Onas Hof. Also hätten wir von Basta einfach nur direkt dahin laufen müssen. Das wäre gar nicht so weit gewesen. Aber naja, so haben wir noch mit dem Captain reden können, haben da unser Gold abgeholt und die Sache auch komplett abgeschlossen, konnten die Heringe kaufen, ein paar Gegner umhauen, ist alles gut. Verlaufen gehört ja mit zu ihm hier. Also nicht in den Wald gehen, da sind ja schon die ersten Schattenläufer, das heißt, nächster Hering. Ist ganz schön diesig. Hi Buster, wir kommen demnächst wieder, keine Sorge. Wir müssen nur ganz kurz woanders hin. Oh, warte. Hier die erste Schlucht führte hoch zu Dexter. Da sollen ja angeblich mehrere von diesen. Oh, warte. Ich hau mal um. Da sollen angeblich mehrere von den Magiern sein. Wir könnten da mal hinschauen. Oh, das sieht gut aus gerade. Na, da bricht ihr noch ein, zwei Mal, dann kannst du noch. Okay. Wir könnten kurz hingucken, ganz vorsichtig, um zu schauen, ob sie wirklich alle nah beieinander stehen oder nicht. Weil wenn sie nah beieinander stehen, dann sollten wir das gar nicht erst versuchen. Im Ernst. Weil einer ist, wie gesagt, schon ein Problem. Vor allem ist es auch ein bisschen teuer. Denn eigentlich müssten wir nach jedem solchen Kampf einen komplett Heiltrank trinken. Die könnten wir selber herstellen, dafür bräuchten wir ganz viele kleine Tränke. Oder wir müssten die kaufen für 100 Goldmünzen. Das ist also nicht ganz so schön. Deswegen husche ich auch mal ganz kurz hier rüber zum Bett und schlaf lieber. Und es ist auch kein wirklich großer Umweg, denn wir müssen eh nach da hinten. Ja doch, hier ist die Schlafstelle. Problem, wenn man auf Hering ist. Man läuft gerne mal gegen Wände, Türen und alles andere. Ah, das.
bedrängen es immer wieder. Wir können nicht ordentlich schlafen. Also nicht, um unsere Wunden zu heilen und Arme und Beine nachwachsen zu lassen. Das geht nicht. Da stört uns Belia. Er fand es wohl nicht so lustig, dass wir die Klaue weggeworfen haben. Na gut, dann halt so. Noch irgendwas? Nö. Einfach Schwert raus und gib ihm. Zu unserer Linken waren gerade ein paar Drachensnapper. Das ist, ja. Da. Zwei Stück. Das klappt nicht. Was war das gerade für ein Trank? Hätte ich genau hinschauen sollen. Also, hier oben sollen die sein. Gehe ich zumindest von aus. Und wenn nicht, dann können wir vielleicht hier irgendwo runterspringen, um die Drachensnapper zu umgehen. Wobei, mit dem Hering sollten die auch eigentlich ganz gut umlaufbar sein. Ja, hallo? Ja, da links steht noch einer. Die scheinen einzeln zu sein. Die können wir jetzt schön nach und nach umhauen. Solltet euch mal neue Sprüche einfallen lassen. Weg. Schluck, 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 schluck. Einen kleinen Heiltrank kriegen wir zurück. War das der letzte von euch? Wahrscheinlich nicht. Irgendeiner von denen wird bestimmt nur noch bei Dexters Thron hocken. Nur so aus Reflex mal. Oh, eine Zange. Die 100 Münzen wert sein soll. Okay, wir kriegen denn trotzdem nur 10 oder so, weil die Händler diebische Bastarde sind. Aber das habe ich wohl übersehen damals. Da ist nichts zu holen. Nee. Unerwartet. Aber okay. Ungeöffnete Truhe. Links, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts. Mit Rohstahl. Oh, richtig viel Rohstahl drin. Geil. Okay. Damit können wir unsere diversen Süchte, also Heiltrank. Oh, was war da? Heiltrank, Hering und alles andere eine Weile länger befriedigen. Vielleicht hockt hier oben einer drauf. Ist hier eine gute Aussichtsposition? Nein. Zu dem anderen Turm gucken wir dann auch nochmal hin. Und dann wird sich Lee freuen, dass die schwarzen Magier so direkt bei ihm hier ausgemerzt wurden. Wobei bestimmt im Wald, bei der Kräuterhexe und bei Onas Hof, also nicht direkt in der Nähe von Onas Hof, da trauen sie sich ja nicht hin. Aber so drumherum eingeschlossen werden vielleicht noch ein paar stehen. Die hauen wir dann auch noch um. Und dann können wir uns bei Lee melden und kriegen hoffentlich eine ordentliche Belohnung für das Ganze hier. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ne. Nix. Und nochmal nach oben. Ist gut für Beine und Po. Wobei unser Held läuft so viel. Er besteht fast nur aus Beinen und Po. Nö. Keiner hier. Okay. Also, Dexters alte Behausung und die seiner Banditenbande ist gesäubert. Dann geht es jetzt runter in den Talkessel mit den Trollen.
und den inzwischen Drachensnappern. Trolle könnten wir ja einzeln theoretisch töten, wenn man vorsichtig ist. Auch wenn ich das lieber machen würde, wenn wir eine stärkere Waffe haben. Drachensnapper. Also aushalten sollten wir jetzt ein paar Bisse von denen, dank dieser leichten Drachenschuppenrüstung. Aber austeilen. Ja. Man erinnere sich vage an den Versuch, den wir gemacht haben im Minental mit dem einen Drachensnapper im Eisblock. Da haben wir auch mit dem Erz zwei Hände drauf geprügelt eine ganze Weile und der hat nicht mehr, ne, nicht mehr einen Kratzer bekommen. Also da sollten wir vorsichtig sein. So, probieren wir erstmal schleichen. Also an der Wand da hinten lang. Wenn das nicht klappt, zurückziehen und im Hering vorbei. Oh, das schaut gut aus. Ist da noch was? Nö, ne? Okay. Muss auch scheiße sein für den Jäger. Zwei Drachensnapper direkt vor der Tür. Weil er wird sie bestimmt nicht jagen. Gehe ich nicht von aus. Und die verscheuchen das ganze Wild. Und könnten ihn des Nächtens auffressen. Hey! Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Brot, Milch, Schinken. Wir haben Milch, wir haben kein Brot. Das hat der Held irgendwann zwischendurch gemüffelt. Wo kriegen wir jetzt Brot her? Ah, wahrscheinlich von der Bäuerin. Ich meine, die haben auch Kornfelder. Mühle weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass bei... Oh, wie hieß der erste Bauer? Lobartshof? Der nahe Xalas Turm. Der hat eine kleine Mühle? Oder war das nur so ein Kornschuppen? Nee. Na gut, aber trotzdem sollten Bauern eigentlich Brot im Angebot haben. Das heißt... Huschen wir schnell zum Hof. Sprechen da mit der Dame, die Fleisch, Milch und ne, die ganzen anderen Sachen verkauft. Die müsste eigentlich sogar alles haben, was er gerne hätte. So, das ist nicht der Weg zu Onas Hof. Das war das Wolfslager, in Anführungszeichen. Wo wir die Schafskiller gekillt haben. Die stand hier irgendwo, ne? Es war doch seine. Hallo, Elena. Hey, ist langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich erzähl dir, zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Mist. Kein Brot. Okay, ich kaufe mal vorsichtshalber einen Käse, falls irgendjemand das später haben möchte. Und noch Milch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das hat er Oh. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? Ernsthaft? Mein Gott, ein... Hör dich auf! Dann können wir uns wenigstens endlich mal an den hier halten. Hör dich auf! Hör dich auf! Komm, moin. Dem hast du's gezeigt. Gut. Was hast du denn so Schönes? Du hast kein Brot? Na, schade. Davon lasse ich lieber die Komm, Finger. Steh auf, du Lump. Reintreten. So. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändern kann. Sind wir um deine kleinlaute Entschuldigung hören. Ich hätte ja auch eine Ah, versuch das ja nicht nochmal. Sondern was? Man weiß gar nicht mehr, wem man das Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Hä? Na gut. War nicht ganz so toll, wie erwartet. Ich lieber die Finger. Wo hast du das denn schon wieder her? Wie sieht's aus? Wenn an den Geschichten über die Drachen was dran ist, sollte man sich mit ein paar Leuten zusammentun und die Biester platt machen. Das war noch schon vorher. Ja. Klingt nach einem sehr artikulierten Plan. Du hattest nur Stängel, richtig? Zeig mir deine Waffe. Klar. Ja, hast doch eine Wurst. Kein Brot. Kram an deinem Runenbeutel. Edler Held.
Hafenstadt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, wer von euch hat Brot? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Du? Das ist doch alles nur. Zeig mir deine Ware. Hast kein Brot. Marktplatz, hm? Ja, wo wir gerade an der Schmiede vorbeikommen, ne? Man muss ja mal zwischendurch ein bisschen arbeiten. Machen wir mal ein paar Klingen. Um nicht in Geldnöte zu kommen. Wäre ja peinlich für den Helden, ne? Wenn er nicht durchgehend prall gefüllte Goldsäcke hätte. Das müssten es jetzt eigentlich schon langsam alle gewesen sein. Nicht? Womit denn? Ah, okay. Und jetzt schnell edle Schwerter schmieden, bevor Harald auf die Dinge. Ja. Genau, bevor Harald uns zerbricht. Hier, nimm. So. Und er macht weiter. Ja, ja, okay. Den halt nicht. Zeig mir deine. Wir könnten hier Hörner kaufen und sie bei Buster wieder verkaufen, aber das bringt nicht so viel. Keine neuen Tränke bei dir. Schade. Oh, in der Kneipe vielleicht. Und in der Taverne liegt das auf dem Tisch. Das dürfen wir uns bestimmt nehmen. Das ist auch eine Anlaufstelle. Oh. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Zeig mir deine Ware. Bier, okay. Kein Brot. Ah, kannst mir Honig geben, das finden wir, glaube ich, sonst auch nicht so viel. Irgendjemand wollte noch Schinken haben. Zwei ist recht teuer, zugegeben. Aber der Vollständigkeit halber nehmen wir das auch mal mit. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Hier steht überall nur flüssiges Brot rum. Achso, und was hat es jetzt mit dem Bier auf sich? Das können wir doch gleich mal probieren. Ja, sehr gut. Sagt man nicht nein. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, du willst Schinken und anderes Gedöns haben. Deswegen habe ich einen Schinken gekauft gerade. Nicht, dass wir unbedingt bei ihm einkaufen müssten, aber es wäre halt ganz schick. So, du verkaufst Waffen und kein Brot. Ich habe was anderes gehört. Du hast gemischt Waren. Du hast sogar da ein Brot in deiner Auslage. Ganz viele. Zeig mir deine Ware. Du willst sie nicht verkaufen. Wisst ihr was, ihr ganzen Händler? Ihr könnt mir mal die Füße fassen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Taverne. Das weiß doch inzwischen jeder. Was für ein Heckmeck hier. Man da. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Dankeschön. Für dieses eine Brot. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Wenn irgendeiner mal in den Memoiren des namenlosen Helden blättert und sich wundert, warum er gegen Ende seines Lebens Alkoholiker geworden ist, dann erklärt sich, dass sich das Ganze hin und her gelaufen und die Nervereien und den netten Nebeneffekt vom Hering. Ich laufe jetzt auch richtig, ne? Wir laufen jetzt mit dem Brot zu dem Jäger im Wald. Lernen da die Schattenläufe-Hörner zu entnehmen, ohne dass sie zersplittern. Und dann gehen wir auf Jagdtour, alle Schattenläufer in der Umgebung zu töten. Für die Kampferfahrung und für ein kleines bisschen Gold nebenher. Was wir denn verprassen für Schinken, Heiltränke und Milch. Wie man das halt so tut.
Oh. Oh.